Die Rede Kim Jong-ils auf dem Empfang hat folgenden Wortlaut. Sehr geehrter Genosse Generalsekretär Fujintao, liebe chinesische Genossen, ich freue mich sehr darüber, dass ich auf herzliche Einladung des geehrten Genossen Generalsekretärs Hu Jintao wieder China besuche und mich mit den chinesischen brüderlichen Genossen wie Generalsekretär Hu Jintao bedeutungsvoll treffe. Ich bedanke mich zuerst dafür, dass uns Genosse Generalsekretär Hu Jintao trotz seiner großen Beschäftigung mit den wichtigen in- und ausländischen politischen Angelegenheiten heute einen feierlichen Empfang gibt und eben eine freundschaftliche, ausgezeichnete Rede gehalten hat. Außerdem bringe ich herzlichen Dank dafür zum Ausdruck, dass uns die chinesischen Genossen wie das zentrale Führungsgremium der KP Chinas während meiner Reisefahrt von Provinz Heilongjiang, erstem Besuchsort, nach Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China, mit dem kameradschaftlichen und warmen Freundschaftsgefühl die aufrichtige Gastfreundschaft erwiesen haben. Nach 9 Monaten besuchen wir wiederum China und werden herzlich empfangen. Dabei konnten wir uns wiederum das warme Freundschaftsgefühl des brüderlichen Volkes Chinas, des vertrauten Nachbars, dessen Berge und Flüsse mit Korea verbunden sind, spüren. Insbesondere bei der Besichtigung der geräumigen Gebiete Chinas wie der nordöstlichen Region, wo die historische Wurzel der traditionellen koreanisch-chinesischen Freundschaft geschlagen hat, und der Provinz Jiangxi, wo der große Präsident Kim Il-sung während des letzten Besuches in China gewesen war, haben wir die gigantische Umwälzung und Entwicklung in allen Landesteilen unter Führung der KP Chinas mit dem Genossen Hu Jintao als Generalsekretär direkt erlebt und sind davon groß beeindruckt. Mit Freude halten wir die Erfolge des chinesischen Volkes für unsere eigenen. Dieses Jahr ist für das chinesische Volk ein bedeutungsvolles Jahr, in dem es den 90. Gründungstag der KP Chinas begeht, und es ist das erste Jahr der Erfüllung des 12. grandiosen 5-Jahr-Planes für die Entwicklung der Volkswirtschaft und Gesellschaft. Wir wünschen von ganzem Herzen, dass das brüderliche chinesische Volk unter der Leitung der KP Chinas mit ihrem hochverehrten Generalsekretär Genossen Hu Jintao den 90. Gründungstag der Partei bedeutsam begehen und künftig bei der Durchsetzung der Auffassung der wissenschaftlichen Entwicklung, bei dem Schutz der Stabilität der Gesellschaft und dem Aufbau einer harmonischen sozialistischen Gesellschaft noch größeren Erfolg erzielen wird. Die Partei und Regierung Chinas halten heute unter dem Banner des Friedens, der Entwicklung und Zusammenarbeit an der unabhängigen und selbstständigen Außenpolitik fest und tragen dazu groß bei, sich der Willkür und dem Vormachtstreben widerzusetzen und den Frieden und die Sicherheit der Welt zu gewährleisten. All diese rühmenswerten Erfolge der brüderlichen kommunistischen Partei und des Volkes Chinas beweisen eindeutig die Wissenschaftlichkeit und Unbesiegbarkeit des Sozialismus. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Partei und Regierung Chinas die TVRK-China-Beziehungen für wichtig halten, sich für deren Verstärkung und Entwicklung aktiv anstrengen und dem koreanischen Volk in seinem Kampf für den Aufbau des Sozialismus und für die Wiedervereinigung des Landes immer Unterstützung und Ermutigung erweisen. Insbesondere sind wir damit zufrieden, dass die enge strategische Verständigung zwischen den beiden Parteien und Ländern vertieft wird und dass der Geist der Vereinbarungen zwischen dem zentralen Führungsgremium der Parteien der TVRK und Chinas in allen Gebieten wie Politik, Wirtschaft und Kultur ausgezeichnet verkörpert wird. Die traditionelle TVRK-China-Freundschaft, die trotz der komplizierten internationalen Lage unverändert ihre große Lebenskraft zur Geltung bringt, wird sich künftig weiter vertieft und entwickelt und wird den gerechten Kampf der Völker beider Länder für den Aufbau des Sozialismus und für die Wiedervereinigung des Landes, die als gemeinsame Sache gelten, noch kräftiger vorantreiben. Ich freue mich sehr darüber, dass mein diesmaliger China-Besuch zu einem hervorragenden Anlass dafür wird, die traditionellen TVRK-China-Freundschaftsbeziehungen, die trotz allen Bewährungsproben der Geschichte durch die Völker beider Länder gut gepflegt werden, vitaler zu entwickeln.
Die Partei der Arbeit Koreas und die Regierung der TVRK werden sich dafür all ihre Mühe geben, die TVRK-China-Freundschaft, ein wertvolles Erbe von revolutionären älterer Generationen und ein gemeinsamer Reichtum beider Länder weiter zu festigen und zu entwickeln. Die TVRK-China-Freundschaft wird wie der Urwald des Gebirges Baekdusan ewig frisch und grün bleiben und wie der reißende Fluss am Rückgang von Generation zu Generation unverändert fortgesetzt, vertieft und entwickelt werden. Zum Schluss schlage ich auf diesem bedeutsamen Platz vor, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken, auf das Gedeihen der Volksrepublik China, auf die Gesundheit des hochverehrten Generalsekretärs Genossen Fu Jintao und auf die Gesundheit aller hier anwesenden Genossen.